Ja, genau, war ich weg. Jetzt bin ich wieder da. In dem Element war ich mich wirklich, da kenne ich mich aus. Ja? Nämlich beim Fußball. Ja, ja, ich habe mir gedacht, jetzt, wo ja, das Endspiel erreicht, man auch noch kommt. Ja, logisch. Ne? Also ich habe mir gedacht, jetzt, wo unsere Bootkicker endlich einmal ein paar Kärntel erreicht haben, nach jahrelanger Erfolglosigkeit und aus eigener Kraft, wenn wir dazu mal sagen, aus eigener Kraft zur Rennen fahren, weil wir gedacht, jetzt brauchen sie am Ende, wo sie dann sagt, wie man Europameister wird. Und deswegen bin ich da. Ich habe mich dann natürlich sofort beworben beim ÖFB. Ja, ich habe natürlich auch schon eine Vorgeschichte, also die haben mich dann natürlich freudig empfangen auch. Die meisten wissen es ja, ich war ja in meiner Jugendzeit, war ich ja bei Spielberg als Jugendleiter, beim Grand Senior des österreichischen Fußballs, beim Degenrigi. Ja, da habe ich viel gelernt. Haben aber dann gedacht, das kann nicht alles sein. Bin dann in die große, weite Welt, also nach Mittelfeld. Und bin beim ESV Mittelfeld dort jetzt sozusagen der General Manager. Seit längerer Zeit. Und da hast du natürlich mit irrsinnigen Kapazundern des österreichischen Fußballs zu tun. Logisch. Du hast mit einem Kavagner Pepi zum tun. Du hast mit einem Kastner Stani zum tun. Mit einem Wali Michel und solche Leute. Also die, was wirklich eine Ahnung haben vom Fußball. Und da fühlst du dich halt dann schon befähigt zu was Höherem. Und dann haben wir einen beworben am ÖFB. Beim Windner Leo in Wien. Gut. Ich kenne ihn Leo schon ewig. Weil der Leo kommt ja quasi fast jede Woche zu uns und schaut sich jetzt vor Mittelfeld an. Ich habe ja auch dann zum Ehrenmitglied gemacht bei uns unten. Das kommt dann auch lieber. Ja. Und ja, dann habe ich zu ihm gesagt, Leo, ruhig zu. Ich war schon General Manager. Da hat der Goldbrich, der Wappler bei Sturm, nicht einmal gewusst, wie man das schreibt. Naja, was soll ich euch sagen? Jetzt stehe ich vor euch da als Grand General Manager des österreichischen Fußballs. Verantwortlich für die komplette Vorbereitungsphase zur Europameisterschaft und natürlich die Europameisterschaft selbst, die muss mich dann als Europameister abschließen werden. Ja, siehst du. Gut, ich habe dann natürlich sofort meine Connection spielen lassen. Wie ihr wisst, ich war ja auch schon beim Mateschitz und habe auch gearbeitet bei ihm. Ich habe mit dem das Ganze dann ausgemacht. Die ganze Vorbereitungsphase findet bei uns im Urteil statt. Das heißt, die Fußballnationalmannschaft wird untergebracht im West-Western Hotel von Wascher Freddy. Ja, liegt auf der Hand. Der hat so viel internationales Publikum in seinem Hotel, dass da alle Sprachen lernen können, unsere Fußballer. Das hast du aber nur im West-Western Hotel. Ja? Gut, und dann machen wir da bei uns im Urtal, wir spielen eine Schatten-EM. Was ist eine Schatten-EM? Wir simulieren unsere drei Gegner, was wir dann bei der Europameisterschaft haben, bei uns aus den Top-Mannschaften aus dem Urtal. Das Ganze wird ausgetragen in Spielberg, in der Naturarena. Ja, da hat sich der Kavagner-Pepi irrsinniges Zeichen, der hat sogar einen VIP-Club in die Natur den eingepflanzt. Jawohl! Ja. Ja. Gut, und vor allem, es geht nicht nur darum, dass der Platz schön ist und alles, sondern es ist ein Spiel für ein irrsinniges, fachkundiges Publikum zu Hause. Das heißt, im Spielberg am Platz erst nicht Wappler, Parteibirgelpicker, Trottel, das gibt es da unten nicht. Da kommt nur die feine Klinge. Und deswegen spielen wir diese Spiele im Spielberg unten. Beginnen dann mal das Ganze. Das erste Spiel spielen wir gegen Zeltweg. Zeltweg simuliert uns Portugal. Nein, nein, nein. Zeltweg ist ja auch so eine Star-Truppe. Ne? Und die haben auch ein paar Spieler drinnen, die was so eine ähnliche Frisur wie der Ronaldo. Und auch so gut spielen Clowns. Und deswegen spielen wir das erste Spiel gegen Zeltweg. Und das ist dann natürlich genau das Richtige, was Portugal machen. Das zweite Spiel, äußerst wichtig, spielen wir gegen Seckau. Nein!
Und wenn, ja, wenn simulieren und Seko, klarerweise Island. Ist logisch. Warum? Weil wenn es bei uns überhaupt noch irgendwann wo kalt ist, dann in Seko. Ja, und der Schnee ist das ganze Jahr dort was. Die spielen das ganze Jahr langjährig in Seko und haben sogar eigene Dressen, wo sie sich die Ohrenschützer einfahren. Damit sie nicht erfrieren da drin. Ja, spielen wir gegen Kobenz. Ja, Kobenz ist aber auch gewählt als letztes Spiel, der ist mal in das Unter. Na klar. Kobenz, und das ist auch so eine Art so ein Mullatschak da unten. Ja. Da wird er den ganzen Tag fressen und saufen und genockt und doppelt. Also, tja, da staunst du und was weiß ich was alles. Also, die simulieren das Weltklasse und dann haben wir Ungarn auch schon gehangen. Ne? Und wenn wir die drei Spiele dann fertig gespielt haben, wo wir natürlich spielen gegen solche Top-Mannschaften, internationale Top-Mannschaften, also wie Völkberg oder Seca oder Kobenz, wenn du den gewinnst, wirst du natürlich auch Europameister dann. Ist klar. Weil da kann nichts anderes mehr passieren. Jetzt werden Sie wahrscheinlich ein paar fragen, warum spielen wir denn keine Mannschaft aus Mittelfeld? Das wird jetzt traurig. Ich habe mir eigentlich gedacht, nachdem der Schaffrig Sieg in Erma Bürgermeister ist, drin, dass es besser wird. Aber dann ist der Hansi hinter sich aus dem Urteil gekommen, damit er steht. Es ist eine Tragödie, es ist auch ein Ghetto, was sie da spielen. Und aus diesem Grund habe ich mit dem Flock, mit dem Herrn Kapellmeister, ein Liedchen geschrieben, eine Hymne sozusagen, die was wir euch jetzt gerne näher bringen möchten, damit auch Mittelfeld ein bisschen vorkommt. Aber bitte tatsächlich die Taschen, die Klasse, es wird wirklich traurig jetzt. Bitte, Herr Flock, bitte. Thank you.
Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt, ich muss nach Knittelfeld. Nimm dir Essen mit, wir fahren nach Knittelfeld. Wenn du nach Spielberg willst, musst du durch Knittelfeld.